Oh Mann, Leute, 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 was lese ich hier wieder alles über die Kita-Situation? Mann, 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 was ist denn da los? Es ist so laut gerade im Bildungssektor, wie es schon lange nicht mehr war oder wie es überhaupt noch nie war, glaube ich. Kita-Plätze, die Erweiterung geht weiter. Was bedeutet das alles für die weiteren Verläufe der Kinder- und Jugendbetreuung natürlich auch in der Schule? Leute, erstmal herzlich willkommen hier auf Sozialverzogen, dem Kanal für Eltern, Pädagogen, Kinder und Jugendliche, hier auf der authentisch empathischen und vor allen Dingen digitalen Bildungsrevolution. Jawohl, wir sind wieder da und ja, Corona und der Kindergarten, es ist immer noch ein heikles Thema, kann ich euch sagen. Es geht heiß her in der Elternschaft, bei den Erziehern, bei den Trägern. Alle sind irgendwie am Planen und Mauscheln und hin und her schieben. Wie machen wir es am besten? Und 8 Kinder in einer Gruppe und 10 Kinder. Einfach ist es nicht, das kann ich euch sagen. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Wie ist jetzt gerade der Stand der Dinge in den Kindergärten? Dazu muss ich vorab sagen, ich kann einiges zur Berliner und Brandenburger Kindergartenwelt sozusagen sagen. Was schwer ist, ist dann schon wieder in den anderen Bundesländern, wo ich mir auch ganz ehrlich sagen muss, das ist auch echt schwierig. Die einen wollen ganz offen machen, die sind schon ganz offen, sind teiloffen, sie sind ähnlich angepasst wie in Berlin und Brandenburg, wo es eine stufenweise Öffnung gibt, etc. pp. Es ist wirklich nicht ganz so einfach. Ich sage euch einfach mal, wie das jetzt hier so in dem Umkreis abläuft. Und ihr könnt ja dann gerne vergleichen und in den Kommentaren auch mal schreiben, wie es bei euch denn jetzt ist. Also, vor 2 Wochen durften die Vorschüler endlich rein, gemeinsam mit ihren Geschwisterkindern. Die stufenweise Öffnung der Kita wurde genehmigt und auch erlassen. Natürlich zu dem Punkt, wann die Träger es umsetzen können. Es hieß ab und nicht am. Und deshalb konnten die Träger schon entscheiden, ob sie das gleich an dem Montag starten oder fließend in die Woche einarbeiten. Jetzt als nächstes starten die Fünfjährigen mit ihren Geschwisterkindern. Das heißt, die Gruppen werden eventuell größer. Die Kinderanzahl wächst stetig an und alle 7 bis 14 Tage geht die nächste Stufe weiter. Das bedeutet natürlich für das ganze Kita-Personal, man muss auch wieder langsam in die ganzen Arbeitsmechanismen kommen und so einen Trott einarbeiten. Denn man muss schon sagen, die letzten 8 bzw. 9 Wochen waren schon auch anders. Abgesehen mal von der immer angesprochenen Ruhe war es schon auch immer so eine Anspannung, weil man wusste nicht so, wie geht es nächste Woche weiter. Es hieß erst im Sommer geht die Kita wieder richtig los, etc. Also das ist so krass unterschiedlich, wie das immer so reproduziert wird innerhalb der Träger und überhaupt innerhalb der Länder, sodass eigentlich viel Ungewissheit zur Debatte stand. Und dadurch war das immer so eine Anspannung und so richtig Ruhe war es eigentlich nicht. Aber ähnlich eben für die Eltern, denn die Eltern waren ja auch quasi etwas fraglos, denn sie hatten auch immer nur so ein paar Hinweisschnipsel und wussten eigentlich gar nicht, kann das Kind jetzt noch vor dem August in die Kita? Darf es überhaupt in die Kita? Bin ich ein- oder zwei-Eltern-System relevant? Und so weiter und so fort. Es waren so viele komische Regelungen. Da musste man erstmal durchstarten. Das heißt, ja, die Erzieher sind nach und nach wieder voll in den Einrichtungen, abgesehen von den Risikogruppen. Da wird immer noch geschaut, ob die ein oder andere Methode gefunden wird, um Rücksicht auf diese Menschen zu nehmen. Und es wird nach gut geplanten Hygienemaßnahmen gearbeitet. Und ja, da hofft man natürlich, dass dann durch diese Maßnahmen, die relativ eng gezurrt sind, trotzdem aber so ein bisschen Spielraum auch lassen, dass die helfen, dass innerhalb einer Kita keine Infektion stattfindet. Ja, und das größte Problem ist wirklich, wie sieht der Alltag in der Kita eigentlich aus? Das fragt ihr Eltern euch wahrscheinlich auch. Oder denkt ihr, dass es das ein normaler Alltag ist? Nein.
Das glaube ich nicht, dass ihr das denkt, denn es ist kein normaler Alltag. Er wird natürlich versucht, so normal wie möglich zu gestalten, aber durch diese Hygienemaßnahmen ist das schon ein veränderter Ablauf. Gerade Kitas, die offen arbeiten, müssen jetzt geschlossener arbeiten, wieder in Gruppen gehen, um diese ganzen Abläufe über den Tag hinaus auch gewährleisten zu können. Das heißt, Kinder sind in Gruppen bis zu maximal 10 Kindern, die auch nicht wechseln dürfen, mit 2 festen Erziehern drin, die auch nicht wechseln dürfen, die quasi alles auch dann zu 10 machen. Mittagessen, Frühstück, Vespermahlzeit, spielen, rausgehen, auf die Toilette gehen, Zähne putzen gehen, also alle alltagsstrukturellen Punkte werden gemeinsam abgehalten, ohne dass sie sich am Tag mit den anderen Gruppen mischen. Das ist nicht vorgesehen. Teilweise werden Räume sogar geschlossen, damit wirklich innerhalb eines Raumes eine Gruppe auch hausen kann. Natürlich werden auch teilweise pädagogische Angebote gemacht. Das wird schon versucht, denn man muss ja mit den Kindern natürlich auch wieder weiterarbeiten. Das ist ja klar, denn einige von den Kindern, die jetzt schon da sind, gehen ja auch bald in die Schule. Das heißt, man muss noch ein bisschen was aufholen, obwohl ich überhaupt gar kein Fan davon bin, jetzt irgendwas aufzuholen. Denn was klar sein muss für jeden Erzieher vor Ort, die Zeit, die man jetzt noch hat, muss dazu aufgebracht werden, um vor allem sozial-emotionale Unterstützung zu leisten. Denn wir haben ja häufig auch den Fall, dass die Kinder aus einem überlasteten Haushalt kommen. Und damit meine ich keine Gewaltausbrüche zu Hause oder unnötige Streitigkeiten oder was auch immer. Nein, auch die psychische Belastung durch arbeitende Eltern ist eben vorhanden und die muss gut aufgearbeitet werden, damit die Kinder auch wieder ein bisschen runterkommen. Die sind auch auf einem Level, weil sie die Situation nicht ganz begreifen. Die Eltern sind angespannt, müssen auch zu Hause arbeiten. Dann gibt es immer einen Wechsel. Dann kann man jetzt gerade nicht mit Papa spielen, weil der muss arbeiten. Dann kann man nur mit Mama spielen. Dann gibt es wieder den Wechsel und so weiter und so fort. Also viel emotionale, soziale Unterstützung ist jetzt angesagt. Ja, aber wie ist denn jetzt der Stand der Eltern? Ich meine, die können doch langsam auch nicht mehr dauernd Homeoffice machen bzw. Urlaub nehmen, unbezahlt machen, auf Zeit, aber auf Kurzarbeit runter sein, wie auch immer. Das geht doch jetzt alles wieder los. Die Geschäfte gehen noch auf. Ja, ich muss schon sagen, der Wunsch nach Regelbetrieb wird natürlich immer größer, denn mehr Elterninitiativen bilden sich auch, um das voranzutreiben. Jetzt melden sich auch Mediziner, die sagen, nein, macht die Kitas und Schulen auf, das ist alles okay so und die Immunsysteme müssen sich vorbereiten etc. Ja, das ist immer einfacher gesagt, denn die Realität sieht doch ein bisschen anders aus. Wenn man eben hört, welche Nebenerscheinungen jetzt auftreten durch das Coronavirus, wird man natürlich auch ein bisschen ängstlich, wenn es jetzt vor allen Dingen um die Kinder geht. Mit einem selbst kann man das vielleicht noch ausmachen, aber wenn es dann um die Kinder geht, dann ist der Gedankengang schon auch mal anders. Und hier ist es jetzt trotz allem so, sie brauchen Entlastung. Verstehe ich auch, kann ich ein Stück weit mitgehen. Dennoch, Vorsicht Leute, es ist immer noch Pandemie. Und ich denke, das lest ihr auch zuhauf. Da sollte man trotzdem keinen Schnellschuss kriegen. Im August gehen die Kitas wieder in den Normalbetrieb. Zumindest von der Kinderanzahl her. Ob das auch strukturell ein Normalbetrieb ist, das lässt sich jetzt noch überhaupt gar nicht sagen. Denn wir gucken auch alle auf die Zahlen, wie sie sich entwickeln. Und das bietet natürlich auch immer eine Gefahr, dass man gerade aufmacht und dann auch wieder zumachen muss oder dass eben doch eine Infektion passiert und die Kita teilweise wahrscheinlich schließen muss oder gar komplett. Das wissen wir eben alles auch noch nicht. Das entsteht auch alles nach und nach und die Gesundheitsämter arbeiten wie irre an Konzeptplänen, um dann den richtigen Ablauf stattfinden zu lassen, so dass nicht alles sofort wieder umkippt. Aber es ist nun mal trotzdem so, dass diese Halbtagsbetreuung angeboten wird, vermehrt jetzt. Das heißt, Kinder haben ein Recht auf 4 Stunden, dann können also einen kompletten Halbtag bleiben. Das ist natürlich wiederum die Frage, dient es denn den arbeitstätigen Eltern wirklich? Denn der Arbeitgeber geht von 8,5 Stunden Arbeit aus, wenn man einen Vollzeitjob hat und muss dann auch gucken, ob das okay ist. Naja, nach 4 Stunden holt die erstmal das Kind oder er. Und dann muss man erstmal gucken, dann hat der Fahrtweg, alles kompliziert. Das wird also alles unterbrochen oder welche Schichten können da überhaupt übernommen werden. Das ist also quasi auch nur eine Momentaufnahme, diese Halbtagsgeschichte. Und ich denke, wir werden spätestens ab der übernächsten Stufe doch auf einen Teilzeitminimum gehen müssen.
Was ist jetzt meine Meinung dazu? Leute, immer noch die gleichen Sachen, Rücksicht, Geduld, aber Fakt ist natürlich, der Anspruch wächst. Und der Anspruch wächst natürlich in der Gesellschaft auf Normalität. Und genauso ist es dann bei den Eltern auch. Sie brauchen die Unterstützung, denn sie müssen wieder arbeiten gehen. Sie wollen auch ihrem Job nachgehen. Einige haben vielleicht auch die Gefahr, ihren Job zu verlieren. Darüber hört man auch recht wenig leider. Aber es ist ja fast schon so in einer gerade wirtschaftlich angeknacksten Welt. Da gucken natürlich auch die Arbeitgeber so ein bisschen darauf, wie kann man denn jetzt alles so ein bisschen zusammenhalten. Aber Fakt ist trotzdem, bloß nichts überstürzen, denn der Bumerang kommt relativ zügig. Das ist auch, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Und deshalb trotzdem Piano. Und bitte, bitte, bitte einfach mal so pro Pädagogen gesprochen. Versteht auch, dass diese ganzen Mechanismen nicht immer gleich funktionieren können. Man braucht einen gewissen Vorlauf, damit man bestimmte Strukturen auch abarbeiten kann, um sie nochmal auf diese nächste Erweiterung zu kontrollieren, damit man eben diese ganzen Maßnahmen einhalten kann. Das ist keine Böswilligkeit von den Leitungen oder Trägern. Nein, ganz und gar nicht. Sie wollen nur alles richtig machen und wollen eigentlich auch gemeinsam mit euch Eltern beispielsweise einen guten Weg finden, um die Betreuung auch anbieten zu können. Denn wir sehen ja gerade, was los ist. Es ist ja für uns kein Zustand, wo wir sagen, naja, die sollen sich nicht alle so haben. Nein, natürlich, wir sehen unsere Hauptaufgabe darin, die Kinder zu betreuen. Das ist auch weiterhin so, trotz dieser Situation. Wir werden das aber auch vor allen Dingen gemeinsam packen. Das ist wichtig. Eltern, Pädagogen, Leiter, Träger, alle müssen jetzt zusammenarbeiten, damit wir diese Zeit überstehen. Ich danke euch, Leute. Ich denke, das war ein kurzes Update zu dieser Situation gerade. Und wenn es euch geholfen hat oder wenn ihr gerade sogar eine Idee habt, die man noch einbringen kann, oder wenn ihr vielleicht sagt, ey, mir geht so und so, wir müssen uns hier mal austauschen, bitte gerne, nimmt die Kommentarspalte hier unter diesem Video und haut rein. Würde mich freuen. Und wenn ihr mehr braucht, Instagram, Facebook, Twitter, Podcast, alles da. Und ich freue mich, wenn ihr dort Feedback hinterlasst. Also dann, bleibt sozial verzogen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.